herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute zeige ich euch, wie ihr mit euren Händen die Fünftonreihe spielt, ohne dass ihr die Finger verwechselt. Auf geht's an die Tasten. Wir spielen die Fünftonreihe. Unser Ziel ist es, das zu spielen. Sind es die Töne C, D, E, F, G. Mit den Fingern 1, 2, 3, 4, 5. Spiele ich das gleiche mit der linken Hand, sind es die Finger 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Spiele ich wieder mit der rechten Hand 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. Und nochmal mit der linken Hand. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ihr wisst, die Finger sind nicht gleich. Wenn wir die Hand übereinander legen, liegt der kleine Finger von der linken Hand unterm Daumen von der rechten Hand. Und der Daumen und der kleine Finger von der rechten Hand liegen hier. Aber es gibt Finger, die passen zusammen. Na, welche? Richtig, die beiden Mittelfinger, die passen wirklich zusammen. Die sind genau übereinander. Und daran können wir uns auch orientieren. Jetzt gehen wir wieder auf die Tasten. Und wir spielen die Töne E, D, C. Rechts mit den Fingern 3, 2, 1. Schiebe ich die linke drüber, sind es die Finger 3, 4, 5. Nochmal rechts 3, 2, 1. Links 3, 4, 5. Jetzt nehme ich den Mittelfinger von hier, wandere eine Oktave tiefer auf dieses E. Und spiele jetzt mit zwei Händen E, D, C. Rechts mit 3, 2, 1, links mit 3, 4, 5. Nochmal. E, D, C. Dasselbe mache ich aufwärts. E, F, G. Rechts 3, 4, 5, links 3, 2, 1. Ich wandere wieder mit der linken Hand eine Oktave tiefer und spiele E, F, G. Beide Mittelfinger. Und jetzt versuche ich mal C, D, E, F, G. Rechts Daumen, links kleine Finger. Beide Mittelfinger. Ringfinger und Zeigefinger links. Kleine Finger und Daumen rechts. Wenn es bei dir noch nicht klappt, dann bleibe dabei und spiele es mit der rechten Hand und dann mit der linken Hand. Mach es 2, 3 Tage lang, immer ein paar Minuten und auf einmal, dann wird es klappen. Spiegelbild der Hände.